Darin, let's play. Ja, willkommen zurück zum Doom 3 Let's Play. Wir haben hier in der letzten Episode diese komischen raketenwerfenden Skelettköpfe entdeckt. Und ich denke mal, dahingehend wird es jetzt hier weitergehen. Ah, nein, nicht BDA. Wir wollen doch nicht, dass das hier direkt abscheißt. Genau, wir nehmen mal die. Hallo. Hallo, und irgendwie... Nein, die Tür geht nicht mehr auf. Scheiße. Da wollte ich rückwärts gehen, da höre ich nur noch. Lock, lock. Oh, was ist das denn hier? Adrenalin. Oh, ich spüre es. Ah. Ja, ja, Sergeant Fettbacke ist schon wieder am Werk. Was? Ach so, tropft Wasser. Ah, ja. Kennen wir ja schon. Ja, in die Fresse. Oh, ich hab damit gehört. Die Frage ist... Was? Okay, jetzt geht hier auf. Was? Achso. Jetzt spawnen die Viecher nur, jetzt schreit da noch irgend so ein verrückter Mann bei rum. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ich sehe nichts mehr, warum sind die Taschen aber aus? Oh, Rüstung. Was? Sotoxi. Warum kann ich Sotoxi nicht aufheben? Ich kann es einfach wegkloppen. Ah, cool. Magazin. Ach, hier ist ein Lift. Okay. Den rufen wir mal. Hab ich doch jetzt, oder? Ah ja, dauert nur ein bisschen. Okay, okay. Ja. Was? Hey! Komm her, du! Boah, ey! Fängt der hier schon wieder an? Tja! Das hätte sie wohl gerne, dass ich da irgendwie von den Raketenwerfer getroffen werde, ne? Das war grandios. Tschup! Und stirb! Tschup! Er hatte den Arsch offen. Stirb! Jawohl! Der sagt nichts mehr. Endlich mal ein paar Granaten verwenden, machen wir ja so gut wie... Wie nie! Ey, die folgen mir, die Raketen. Ich finde das nicht gerade, lustig hier. Mit scheiß Zielsuchraketen. Wenn dann die Wärme suchend oder so. Dann müssten wir jetzt eigentlich in der Nähe von irgendeiner Gaspumpe stellen, damit nicht wir hier getroffen werden, sondern die Gaspumpe. Wobei es auch nicht... unbedingt die beste Wahl, wenn so eine Gaspumpe neben dir getroffen wird. Och nee. Oh. Ja, wir standen wieder neben so einem scheiß Feuerfass. Ach scheiße. Wo sind wir jetzt? Ja, natürlich. Natürlich. Aber jetzt weiß ich ja, dass der Fettsack da kommt. Ja, hallo. Hallo, 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 hallo. Und tschüss. Ihr Schnauze. Wo ist der Dicke? Da. Jetzt rennen wir hier durch. Ja, 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 ja. Ruf den Lift. Ist der hier? Es ist Weihnachten, ey. Eins. Zwei. So, jetzt kommen hier gleich die Skelettköpfe. Ah, ah, verdammt. Verdammt. Irgendwie möchte ich immer mit der rechten Maustaste so mit der Waffe hauen. So, dich, geh weg. Aber der springt bei rechts. Finde ich auch ein bisschen blöd. So, ah.
besser. Kommen jetzt von überall die Viecher. Da ist ja auch einer. Okay. Ja, kannst weg. Hey, was ist hier los heute? Ich hatte die Granate noch in der Hand und ich dachte, wenn ich die Waffe wechsle oder so, dann wird die schon wieder irgendwie entschärft. Aber nee, die explodiert in der Hand. Also die Aufnahme hier ist reinstes Chaos. Ich glaube, so kann man das nennen. Bis jetzt. Und im Gegensatz zur regulären zweistündigen Aufnahme möchte ich hier jetzt sowieso heute nur eine Stunde machen. Und so wie es aussieht, wird es hier eine Stunde rumweiben. Ja, jetzt mach die Scheiße da weg. Fresse. Ey, wieso lebt er denn noch? Direkt im Nahkampf voll in die Fresse und der springt dann noch. Der springt da noch rum. Oh. So, Versuch Nummer 3, aber diesmal speichern wir hier unten. Kein Bock, ey. Wir werden noch so oft sterben hier. Wegen einer Granate in der Hand. Jetzt weiß ich auch, warum ich keine Granaten verwende. Weil die einen in der Hand explodieren. Da, das war schon wieder knapp. Ja. Jawohl, der sagt nichts mehr. Aber der! Scheiße! Naja. Oh. Jawohl. Jawohl. Komm her, wenn du dich traust. So. Drecksack. So, wo ist unsere. Genau. Perfekt. Volle Muni. Volle Muni. Aber ich hab Bock hier wieder an dem Ding kaputt zu gehen. So, wir leben noch. Aua! Aua, aua! Ja! Ja, natürlich, Doppelpack hier. Der doppelte Lottchen. Ja! Verschwinde! Boah! Natürlich! Meine Fresse! Ja, was ist denn hier los? Haben die hier irgendwelche Hundezüchter auf dem Mars? Ja, ich hab's auch gerochen, ey. Dreckskölter hier! Die Hunderasse, die wird aussterben. Davon kannst du aber ausgehen, wenn wir hier fertig sind auf dem Mars. Was auch immer die hier versucht haben zu züchten. Da! Ja. Ah ja, hier. Machen wir es eben so. Kettensäge sowieso am geilsten. Schnauze. Wir müssten damit mal so einen Raketenfuzzi, ja, Kettensägen. Also ich wollte eigentlich Messern sagen, aber Messern ist ja falsch. Wir kettensägen den Gegner. Und die hat hier dann endlich Muni. Und ich höre doch hier schon wieder irgendwas. Nein! Nein! Oh, verdammt, ich konnte nicht nach rechts. Nach links. Ja, rechts und links. Was ist da hinter mir los? So einer. So, jetzt aber. Auch lustig, dass das Skelett beim Kettensägen Blut verliert. Hat so ein Skelett Blut? Wo denn? In den Knochen? Sehr seltsam. Sehr seltsam, so.
Ach, guck mal da. Nee, da springe ich nicht hin, da sterbe ich nur beim Runterfallen. Ich kenne mich ja. Ich kenne mich ja. Was ist denn hier los? Ich krieg nur noch auf die Fresse. Ja. So. Gott sei Dank ist diese Tür hier raketenwerferdicht. Oh. Meine Fresse, ey. Was kommen denn hier noch für Gegner, wenn die jetzt schon so ab... so abgehen hier. Toll, da hoch geht's nicht. Und wir haben schon lange mehr keinen Zugangscode mehr eingeben müssen, ne? Fällt mir so... finde das Pumpensteuergerät, um die defekte Pumpe abzuschalten. Ja, ja. Okay, da möchte man, glaube ich, nicht rein. Das sieht so bläh aus. Was war das denn? Ja! Ich bin wieder die Schrotflinte. Ey. Was ist denn hier los? Nur auf die Fresse. Hallo. 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 Ey. Schon dreimal geschossen, das Viech. Das springt noch immer hier fröhlich durch die Gegend. Natürlich tut denn das nichts. Die kommen ja aus der Hölle. Die sind ja alle feuerunempfindlich. Ja, Leben. So was muss man mir geben. Da! Ah! Fresse! So. So. Der sagt nichts mehr. Ah ja, Leiter ausfahren. PDA und Video, ja, cool. Wir haben schon lange kein Video mehr gesehen. Da gucken wir uns selbst mal an, wenn das PDA nicht wieder abscheißt hier. Hoho. Also erstmal hier. Nix, du wie greif. Was? Eingreifen mein Gefahrengut. Okay. Was ist denn für eine? Gefahrengut-Spezialistin, ja, die muss es ja wissen. Audiolog von Nicholas Satoway, Mitglied der Gefahrengut-Eingreifgruppe der UAC auf dem Mars. 1. Oktober 2145. Wir glauben, dass die Mars-Atmosphäre große Schäden an den Auslassventildichtungen in den Standardentsorgungstrommeln Nummer 5 anrichtet. Die Techniker können sich große Mengen an Schadstoffen in der internen Atmosphäre nicht erklären. Die Luftreiniger und alle Filtersysteme scheinen alle normal zu funktionieren. Und doch setzt sich eine dünne Schicht aus Schwebstoffteilchen in den Lagerbereichen ab. Das führte gestern zur Abriegelung. Der technische Leiter Charles Hollis versicherte mir, dass die Schadstoffe in der Luft dem Personal nicht schaden würden. Allerdings verursachen sie eine korrosive Reaktion, wenn sie auf die Gummimischungen gelangen, die in unseren Lagersystemen verwendet werden. Ab sofort sind alle Entsorgungstrommel Nummer 5 in Transportmedien einzuschließen, die mindestens Klasse 2 entsprachen. Ende der Beurteilung. Ja. Gut. Wo ist das Video? Einweisung. Ach, zur Wartungssicherheit. Das kann so scheißegal sein. Das kann so egal sein. Wir wollen hier nichts warten. Wir wollen hier was zerstören, nämlich die widerlichen Drecks-Aliens. Scheiße. Alarm, Filterschaden entdeckt, gefährliche Toxinwerte. Notfallabschaltung durchführen. Pumpstation deaktiviert. Hört sich gut an. Es wird da kein toxisches Zeug mehr rumgepumpt. Ich weiß nicht, warum uns das interessiert, aber... ja, ja, machen wir mal. Können wir jetzt da runter oder wie? Ich schätze mal, wir müssen jetzt zurück. Hier so. Hier so. Da. Drecksvieh, ey. Genau, die Gülle hier ist weg. Jetzt können wir hier irgendwo her, denke ich mal.